Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier in Pokémon Legends Arceus. Wir sind hier immer noch in Jubeldorf, haben gerade die Aufgabe bekommen, uns um einen in Rage geratenen Waldkönig namens Axanthor zu kümmern. Und ja, ich denke, das sollten wir so schnell wie möglich angehen. Kennst du das? Du findest lauter tolle Materialien und kannst sie nicht mitnehmen, weil deine Tasche mal wieder zu voll ist? Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll dein Schaden nicht sein. Oh Gott, Werbung? Marktschreier, ja. Ich kann deine Tasche erweitern. Okay. Hast du jemals davon geträumt, mehr Sachen in deiner Tasche verstauen zu können? Nee, ich fülle die Tasche, die ich jetzt schon habe, kaum aus. Wenn du meine Kunst der Aufbewahrung gelernst, wirst du dazu in der Lage sein. Was sagst du? Ja gut, dann mach mal. Deine Einstellung gefällt mir. Die Unterweisung kostet 100 Poké-Dollar. Bist du damit einverstanden? Ich denke ja mal schon, ja. Eine kluge Entscheidung. Dann schenke ich mir kurz deine Aufmerksamkeit. Du kannst jetzt eine Itemart mehr in deiner Tasche verstauen. Ach, wie schön. Siehst du, kaum hast du den Dreh mit der neuen Aufbewahrungstechnik raus, schon passen viel mehr Items hinein. Ja, viel mehr ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wenn du mehr Sachen in deiner Tasche verstauen möchtest, kann ich dir in der nächsten Stufe der Kunst der Aufbewahrung unterweisen. Was sagst du? Ja, jetzt nicht, danke. Ein Item mehr in der Tasche kann einem manchmal das Leben retten. Ja, das mag so sein, aber trotzdem. Gut, wir haben noch ein paar Nebenmissionen offen. Und wir sollten mit dem hier noch sprechen, der scheint auch was für uns zu haben. Du siehst, wie jemand aus der Freude am Basteln hat. Kann ich dich um etwas bitten? Klar. Hättest du die Zeit, dich an meiner ganz besonderen Anleitung zu versuchen? Es liegt mir sehr am Herzen und ich würde mich ungemein freuen, wenn sie jemand mal ausprobieren würde. Ja, schieß los. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier hast du die Anleitung. Pokémon Kokeshis. Okay. 3 Stück Holz. Das kriegen wir doch hin. Ich wollte Hisuma an Kunstobjekt bereichern und hoffe doch sehr, dass du meine Idee verwirklichst. Ich kann es kaum erwarten, was du mir wohl für eine herrliche Kokeshi zeigen wirst. Pokémon Kokeshi Herstellung für Anfänger. Okay, ja gut. Ach, das sind Pokémon-Puppen. Ah! Oder zumindest die Vorläufer von Poképuppen. Ja, cool. Wie war das nochmal mit den Missionen? War das im... Ja, hier, Missionsliste. Nebenmissionen. Ein niedliches Charali, das haben wir noch nicht. Tsumuki. Hier, das Kleinstein haben wir nämlich. Da können wir ihn, ihr doch eins vorbeibringen. Und was möchtest du haben? Wenn mir ein Pokémon zu nahe kommt, werfe ich ihm einfach eine Singelbeere hin und verdufte, während es abgelenkt ist. Hey, du machst doch beim Forschungstrupp mit, oder? Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich bald ins Grasland aufbrechen, um dort Glanzsteine zu sammeln. Angst habe ich nicht genug Singelbeeren für solche Unterfangen. Kennst du dich mit Singelbeeren aus? Pokémon kommen zu Kräften, wenn sie eine solche Beere fressen. Deswegen lassen sie sich auch davon ablenken, wenn man ihnen eine hinwirft. Sprich, man braucht einen ordentlichen Vorrat an Singelbeeren, um wilde Pokémon zu entgehen. Das bringt mich zu dir. Könntest du mir vielleicht ein paar Singelbeeren sammeln und mir die vorbeibringen? Ich denke, 5 Stück sollten genügen. Habe ich schon 5? Ja, haben wir. Wir haben ja fleißig gesammelt in den letzten Parts. Die hast du für mich zusammengeklaubt, oder? Dann will ich sie dir entgegennehmen. Ja, für dich zusammengekratzt, genau. sind nicht einfach so rumgelegen und ich habe sie aufgesammelt. Nein, nein. Danke dir. Für jemanden, der vom Himmel gefallen ist, bist du echt total nett. Ah, das darf ich mir jetzt wahrscheinlich 3 Jahre anhören, oder? Dann verschaue ich die Beeren mal in meiner Tasche. Deine Mühen sollen nicht umsonst gewesen sein. Ich werde mir bei der Suche nach Glanzstein ganz viel Mühe geben. Mit Singelbeeren auf der sicheren Seite. Beleber. Oh, nice. Da fällst du einmal vom Himmel und landest in einem Dorf und jeder spricht davon. Nee, ist klar. Was lernen wir daraus, Leute? Nicht vom Himmel fallen.
bringt einem nur unerwünschte Aufmerksamkeit. So, ich muss euch einen Kleinstein abliefern und dann können wir dann los zu Axanthor. Ja, es gibt so viele coole kleine Aufgaben hier. Hey Yolanda, würdest du mir deinen Kleinstein überlassen? Ja, welches davon kannst du denn haben? Das hier. Möchtest du dieses Pokémon wirklich überreichen? Ja, möchte ich. Ich bin nämlich nett. Unglaublich, es sieht wirklich wie ein Stein aus und dieses Gewicht einfach perfekt. Besten Dank, damit wäre mein Gemüse sicher köstlich. Kleinstein. Perfekter Stein zum Einwecken, okay. Oh, EP-Bonbons gibt es hier auch noch, okay. Honigköder. Damit lassen sich sicherlich Pokémon anlocken, oder? Oh, so viel Platz haben wir in der Box doch nicht mehr, sehe ich gerade. Mischung aus Köderteig und Honig von der Feen sowie insektenähnliche Pokémon stark angezogen werden. Ah ja. Gut. Gibt es noch eine Mission, die wir gerade abschließen könnten? Gokeshi-Herstellung für Anfänger. Zu Mu. Hier gibt es ein Sonderbonbon, die frechen Besitzer. Komm, wir schauen uns diese Mission mal an. Ich weiß, ihr wollt alle zu Axanthor, aber ich will dich auch doch ein bisschen hier erkunden. Das ist auch. Gehört auch dazu. Versuchen wir so ein bisschen eine Balance zu finden, ne? Cassius. Hey, du vom Forschungstrupp, kann ich dir was erzählen? Ich habe im Innerwald nach Gewächsen gesucht, die ich auf dem Feld anbauen kann. Da habe ich gesehen, wie eine Kinoso seine Form geändert hat. Es war in der Dämmerung bei Sonnenuntergang. Kinosos Blüte hat sich geschlossen und es sah nur noch aus wie eine Knospe. Ich war so gerührt davon, die Entwicklung eines Pokémon zu sehen. Als ich aber am nächsten Tag wieder nach Kinoso gesehen habe, stand es wieder in voller Blüte. Warum blüht Kinoso und dann wieder nicht? Ist das, was ich gesehen habe, eine Entwicklung? Nein, das ist ein Formwechsel. Bitte zeig mir Kinosos Pokédex-Eintrag, sobald du ihn vervollständigt hast. Ah ja, blüht es nun oder blüht es nicht? Das kommt auf die Tageszeit drauf an. Du solltest dich nur mit Blumen auskennen, mein Lieber. Ah, Mann. Manche Leute in diesem Dorf sind echt sehr unbeholfen. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal in Richtung Ausgang und sprechen noch mit... Oder war der jetzt in der Richtung oder war der auf der anderen Seite? Vom Sicherheitstrupp. Doch, der steht da. Das trifft sich ja gut. Diese frechen Bidiza. Du hast bei der Prüfung drei verschiedene Arten von Pokémon gefangen, oder? Dann würde ich dich gerne etwas für mich bitten, etwas für mich zu tun. Ah, diese frechen Bidiza. Ich habe nur kurz nicht hingeschaut. Da sind sie gerade an mir vorbei ins Dorf getapst. Ich habe als Wache des Sicherheitstrips versagt. Was wird Kommandantin Belila nur denken? Schluss jetzt, mit Selbstmitleid hilft mir auch nicht weiter. Da muss ich eben die Bediza einfangen und die Sache wieder richten. Aber es ist leichter gesagt als getan. Wie soll ich denn eingenähtlich drei freche Bediza fangen? Ach, ich hab's. Diese kleinen Schlängel wiegen sich wohl in Sicherheit, wenn andere Bediza in der Nähe sind. Wenn du so ein Bediza dabei hast und sie damit ablenkst, nutze ich das aus und schnapp sie mir. Ja, so machen wir es. Das ist ein genialer Plan. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, die drei frechen Bediza einzufangen. Das kann ich schon machen, wenn du willst. Die Frage ist jetzt nur, wo sind die Bediza hin? Naja, Bedizas mögen doch Wasser. Die könnten doch irgendwo hier am Fluss sein. Das hier sind meine Bediza. Ich meine, so groß ist Jubeldorf nicht, von daher... Oh, was willst du noch? Großes Bamelin. Pokémon derselben Art können angeblich unterschiedlich groß sein. Das hat zumindest der Professor gesagt. Das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Okay. Sollte es wirklich Bamelin geben, die größer sind als meins, würde ich mir das gerne mal aus der Nähe ansehen.
Sag mal, du bist doch richtig gut im Fangen von Pokémon, stimmt's? Falls du ein Bammelin fängst, das größte ist das meines, wirst du es mir dann überlassen? Ich gebe dir dafür eine tolle Belohnung. Großes Bammelin. Gut, wir haben kein großes Bammelin. So, wo sind jetzt diese Bediza? Hier wird gebaut. Hier scheinen keine Bediza zu sein. Oder muss ich meinen Bediza erstmal vor ihr rauslassen? Könnte natürlich auch sein, quasi um zu beweisen, dass ich einen Bediza habe. Wäre möglich. Schmeißen wir mal unser Bediza. Bediza. Ja, erstmal müssen wir sie finden. Ja, also ich habe jetzt keine Lust, hier den ganzen Part lang nach Bediza zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das verschieben wir. Na, wie ist das Wertebefinden? Ah, Volo. Könntest du meine geheime Kunst des Überraschungsmanövers schon meistern? Ja. Nun, so oder so. Ich habe hier ein paar Supertränke für dich. Aufs Haus. Die Arbeit des Forschungshubs sorgt im Endeffekt ja dafür, dass meine Geschäfte besser laufen. Insofern ist eine Investition in dich gleichzeitig eine Investition in mich. Der Typ gefällt mir. Oder ist es eine Dame? Genau, eine Dame sein. Du hast drei Supertränke. Hilft bei Wunden. Füllt die KP eines Pokémon um 100 Punkte auf. Gut, damit verabschiede ich mich. Die Ruinen der Region rufen auf meinen Namen. Ruf meinen Namen. Oh, okay. Wir gehen mal in den Wald. Der ruft nämlich nach uns. Du verlässt das Dorf? Gib auf die Yacht. In die Anhöhenbasis würde ich gerne gehen. Mir wurde gesagt, das sei gut. So. Hübsch hier. Habe mich im letzten Park gar nicht groß umschauen können. So, okay. Wieso ist jetzt da hinten ein Ziel markiert? Es hieß doch, wir sollen auf. Was ist denn für eine Mission aktuell markiert? Eine andere in dem Fall. Ach so, darum. ja. Das macht mehr Sinn. So, lasst uns hier mal ein bisschen durch die Gegend streifen und mal schauen, was es hier so alles gibt. Ich denke nicht, dass wir schon überall hin können, aber wir können hier zum Beispiel durch. Uns mal ein bisschen umschauen. Da unten gibt es ganz kleine, viele kleine Inseln. Oh, und hier sind noch weitere Kleinsteine. Okay. Ein Staraptor, ein Elite-Staraptor, das sollten wir wohl besser in Ruhe lassen. Oder ist es ein Staravia? Es kann auch ein Staravia sein. Es haut ab. Würdest du das wohl sein lassen? Du darfst nicht abhauen. Du musst gefangen werden. Zerpurze. Ich brauche noch ein weiteres Zerpurze. Dann haben wir wieder eine Aufgabe erledigt. Sehr schön, sehr schön. Gut, also das Staravia da unten lassen wir in Ruhe. Die Kleinsteine hier hingegen. Wollen wir mal so einen Schwerball versuchen, by the way? Oh, die fliegen auch viel weniger weit. Okay, daran muss ich mich noch gewöhnen. Dieses Erz da bewegt sich.
Gut, dann machen wir mal einen kleinen Stein platt. So, Kleinstein besiegt. Zweites Kleinstein tritt dem Kampf bei. Das ist auch echt cool gemacht, muss man sagen. Jetzt würde ich noch gerne wissen, warum du dich bewegst. Ah, da hat sich ein Kleinstein versteckt. Hey, lustig. Ein Schwarzglanzstein. Willst du den mal aufsammeln, Bautz? Ach, meine Tasche ist voll. Oh, das ist schlecht. So. Einen, oder, nee, das ist nicht das Elite-Starabia, oder? Sieht zumindest nicht so aus. Okay, mit diesen Schwerbären komme ich nicht klar. Wow. Okay, Staravia, du willst ja unbedingt eins auf die Nase haben. Kannst du haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es gerade umfällt, aber auch gut. Ich wollte es eigentlich fangen. Hier läuft dein Staralili rum. Voll in den Rücken. Irgendwie komme ich hier auf diese Anhöhen, komme ich nicht hoch. Oh, da unten ist ein Abra. Hier gibt es ja so viele coole Pokémon, meine Güte. Es ist echt, also das Open World Theme hier ist schon echt cool gemacht. Würdest du wohl stehen bleiben? Gut, dann kämpfen wir eben und trainieren ein bisschen, bevor wir zu Axanthor gehen. Wobei ich das Gefühl nicht los werde, dass wir eigentlich ein bisschen overlevelt sind. Okay, wir können also Pokémon-Angriffe auch abwehren, indem wir einfach einen Kampf starten. Das ist auch gut zu wissen. Könnte irgendwann hilfreich sein. So, Bautz hat eine Attacke gemeistert. Da oben ist eine Vitalknospe, die wir haben wollen. Da ist nochmal ein Staravia. Gut, also, überrumpelt. Okay, interessant. Überrumpelt und kann nicht angreifen. Oh, wow. Das Ding hat doch mehr auf dem Kasten, als ich gedacht hatte. Na gut. Pidiza. Bis. Äh,
Okay, wir sind doch nicht so überlevelt, wie ich gedacht habe. Mal schauen, ob wir das fangen können. Offenbar nein. Versuchen wir es gleich nochmal. Das Staravia ist hartnäckig. Los, Ponita. Okay. Ich dachte, wenn ich von hinten werfe, passiert vielleicht was anderes. Das wird so nix. Oh Gott. Das Ding rusht durch unser ganzes Team durch, wenn wir nicht aufpassen. Ich glaube, wir versuchen es noch mit Driftlohn. Und wenn das nicht klappt. Wenn das nicht klappt, dann soll es wohl nicht sein. Ach, du kannst Hypnose, das habe ich gar nicht gesehen. Es schläft auch nicht. Komm schon, das muss jetzt auch reichen. Gut, geht doch. Hat uns unser halbes Team gekostet, aber wir haben Staravia gefangen. Wir haben ja zum Glück ein paar Beleber. So, Tränke sollen wir auch noch haben. Drei Stück. So, und Stara Lili bekommt noch einen. EP-Bonbon S. Sollen wir vielleicht unserem Ponita geben? Oh, das hat's geheilt. Nice. Dann benutzen wir hier noch einen Trank für Ponita. Einen zweiten. Und zwei für Driftlon. So. Unser Team wieder auf den Beinen. Schwertling. Das ist ein Pilz. Ah, okay. Der Baum wackelt. Da muss was drin sein. Ein Burmi. Na, aber hallo Burmi. Wird schläfrig. Ah, nur schläfrig, sondern nicht. Und nicht schlafend, okay. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Ein neues Pokémon. Burmi. So, nachdem wir gesehen haben, dass wir absolut nicht overlevelt sind, denke ich, ist es Zeit für ein Zauberblatt. Ich kann aber nicht mehrere Pokémon gleichzeitig treffen, ne? So, ich würde in dem Park gerne noch die erste Entwicklung sehen. Ein Eisenbrocken haben wir bekommen. Levelaufstieg für Bautz.
Es ist ja, glaube ich, die Level oder die Entwicklung müssen wir selber bestimmen. Sobald das Pokémon genug Erfahrungspunkte gesammelt hat. Und eigentlich meines Wissens nach entbaut es entwickelt sich auf Level 16. Hier ist nochmal ein Erz. Da oben ist nochmal eins. Okay, wir können auch von Sachen runterspringen. Das ist gut zu wissen. Fallschaden scheint es keinen zu geben. Zumindest nicht aus der Höhe. Du hast was in die Tasche gesteckt? Warum waren da japanische Schriftzeichen? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Oh, das sind Paras. Mal sehen, ob wir so ein Paras fangen können. Ja, war nicht von hinten, aber ich glaube, wir haben es trotzdem. Oh nein, wir haben es nicht. Oh, es ist sauer. Das ist schlecht. Nehme ich an. Und Paras scheint wohl ebenfalls ein Pokémon zu sein, das lieber kämpft, als einfach kampflos gefangen zu werden. Na dann, das kannst du haben. Aeroas. Oh, Entwicklung möglich. Mal sehen, wie so eine Entwicklung hier ausschaut. Entwickeln. Oh. Wow. Wow, okay. Nice. Das ist mal eine Entwicklungsanimation. Holy damn. Wirklich hübsch. Ja, mein Controller gibt den Geist auf. Das ist natürlich ungünstig. Dann gleich mal einstecken hier. Wobei, ich habe das Kabel eh gerade hier zur Hand. Lass mich das mal ganz kurz tun. Ich weiß, sehr professionell von mir. Ich bin immer top vorbereitet und mir würden nie so Sachen passieren wie leere Batterien in einem Controller während einem Let's Play. Nein, nein, wie kommt ihr auf die Idee? Nein. Shinox, du darfst dich auch entwickeln. Luxio. Also ich muss schon sagen, die Animation ist echt ziemlich nice. Gefällt mir sehr gut. 2 von 2 Staravia gefangen. Na, gefangen ist übertrieben. Müssen noch drei weitere Shinux entwickeln. So, ein Paras. Überlebst du einen Ruckzuck-Hieb? Ja. Schmeiß mal einen Pokéball. Es ist letztlich nur ein Paras. So. Was gibt es hier noch so? Oh, hier gibt es noch Zubat. Wir haben noch kein Zubat gesehen, was fast schon erstaunlich ist. Oh, da hinten ist ein ganz bösartiges Elite-Parasek. Mal sehen, ob das reicht. Ja, tut es. Wollen wir uns diesen Parasekt noch stellen? Wollen wir das mal versuchen? Wir haben noch kein Elite-Pokémon herausgefordert, außer das, zu dem uns das Spiel gezwungen hat.
Ich habe so das Gefühl, mit unserem Luxio könnten wir das schaffen. Es hat zumindest mit dem letzten Elite-Pokémon kurzen Prozess gemacht. Komm, Paras, lauf noch einen Moment. Ich würde dir das gerne in den Rücken schmeißen. Ja, perfekt. Parasect wurde überrumpelt. Oh, Level 30 ist allerdings heftig. Kriegen wir, glaube ich, trotzdem hin. So. Giftschock. One-shotet nicht. Ich würde sagen, du bist in Catch-Range. Und du bist letzten Endes nur ein Parasect. Von daher... Oh, nee, falsche... Ah, falsche Taste. Egal. EP-Bonbons gibt das. Okay. So, und jetzt kann sich also auch unser Bautz entwickeln. Und wir haben gelernt, Elite-Pokémon sind nicht unschlagbar. Bautz. Episch. Arboretos. Nice. Es scheint der Entwicklungspath zu sein. So, jetzt war da hinten noch einmal ein bisschen Erz. Das nehmen wir noch mit. So, falsche. Ein Schwertling. So, klappt das so? Ja. Wunderbar. Also wir können auf Sachen auch durchaus einfach drauflaufen und sie so aufsammeln. Pokémon schmeißen müssen wir wohl nur, wenn wir nicht rankommen. Oder einfach nicht stehen bleiben wollen. Paras. Es hat uns gesehen. Lass uns hier mal verschwinden. Wir wollen ja eh nach da hinten, von daher. Ich glaube, das passt ganz gut. Dieses Paras hat es auf uns abgesehen. Es lässt uns definitiv nicht in Ruhe. So, jetzt sind wir es los. Also, hier schwimmen ein paar Zubat drum. Da hinten gibt es eine Vitalknospe, die wollen wir gerne haben. Seht ihr, wenn ihr es zu weit werft, dann kommt ihr nicht ran. Was war denn das gerade für ein Symbol? Ach so. Da können wir mit Luxio sprechen. Okay, cool. Was hat es denn jetzt schon wieder auf uns abgesehen? Das Zubat? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sind Zubat... Na doch, Zubat sind angriffslustig offenbar. Was natürlich auch erklärt, warum uns die in Höhlen immer so auf die Nerven gehen. Ist das gerade ein Staraptor, was da rumfliegt? Sieht zumindest sehr nach einem Staraptor aus. Ich glaube nicht, dass wir hier runterhüpfen sollten. Auch wenn wir es theoretisch, glaube ich, könnten. Die Frage ist jetzt halt... Oh, die greifen mit Wind an. Wie komme ich denn jetzt darüber? Gibt es hier irgendwo eine Brücke? Was sagt denn meine Karte zu der ganzen Sache? Ja, hier bei der Waldesküche gibt es offenbar einen Übergang.
Dafür müssten wir auf die andere Seite rüber. Ich glaube, das machen wir auch. Das ist, glaube ich, der einzig sinnvolle Weg, dahin zu kommen. Also die Zubats sind lästig wie eh und je. Ach, da vorne ist auch mal, da ist eine kleine Sandbank, wo wir rüber können. Glanzstein und Eisenbrocken. Ich bin mal gespannt, was wir mit diesen Eisenbrocken anstellen können. Oh, hier gibt es Bidi Fass. Ah, okay. Und Erz können wir auch noch mit unseren Pokémon abbauen. Gotcha. So. Mal sehen, ob das klappt. Ja! Bidifass haben wir gefangen. Cool. Was ist das hier? Eisenbomben. Oh, jetzt ist es sauer. Gut. Na dann. Probieren wir mal unserem Luxius Donnerzahn aus. Das war ein Crit. Okay. Eine Siedelbeere. Oh, da ist ein Elite-Bidifas. Ich glaube, das schnappen wir uns. Wir können natürlich nachher auch mal Oh, wir können Bidifas entwickeln. Gar nicht gesehen. Bidifas hat sich zu Bidifas entwickelt. Yay! Steht eine neue Attacke zur Verfügung. Das ist doch schön. Was kannst du denn Neues? Attacken verwalten. Hier. Ach, Aquawelle hast du gelernt. Das ist gut. Fundsachenforum. Sieh die Informationen zu einem an, die du oder andere Spiele verloren hast. Okay. Wenn du auf einem Abenteuer schwarz vor Augen wird, verlierst du möglicherweise einige deiner Items. Spieler aus aller Welt können deine verlorenen Items jedoch finden und sie dir über die Online-Verbindung. Oh, wie cool! Falls du die verlorenen Items einer Spieler findest, solltest du sie auf jeden Fall aufheben und ihn zurückschicken. Zum Dank dafür erhältst du Dankbarkeitspunkte. Die gesammelten DP kannst du bei der Tauschbörse in Nubeldorf gegen Items eintauschen. Durch das Finden von verlorenen Items könntest du also im Besitz besonderer Items kommen. Ach, darum wurden mir die Zeichen angezeigt. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Das ist ja mal nice. Warum kann ich die jetzt nicht zurückschicken? Geht wohl nicht unendlich oft. Na gut. Also, ich würde gerne Luxio noch kurz heilen. Und dann versuchen wir mal dieses Bidifas zu überrumpeln. Das könnte schwieriger sein, als ich dachte. Das Ding ist ziemlich sauer. Okay, also springen kann ich scheinbar nicht. Das hat uns, glaube ich, noch nicht bemerkt. Nee, offenbar wirklich nicht. Na gut, schauen wir mal, ob wir das besiegen können.
Oh, und danach müssen wir den Part, glaube ich, auch schon wieder beenden. Aha, also es gibt so viel zu tun hier und so wenig Zeit. Warum ist das jetzt nur auf Level 16? Das andere war Level 30. Ah, Status des Pokémons sind gestiegen, außerdem erleidet es am Ende seiner Züge weniger Schaden durch Effekte wie Gift oder Splitter. Okay, alles klar. Nichtsdestotrotz wirst du einen Donnerzahn wahrscheinlich nicht überleben. Oh, doch, tust du. Ich versuche mal, dich zu fangen. Geht das? Soll wohl schwierig sein, hieß es. Ja, scheinbar. Bidifas ist wütend. Oh. Autsch. Driftlung, kannst du das Ding mal schläfrig machen? Das kann ich angreifen. Eissturm. Okay. Arboretos, du kannst Trugschlag. Weiß nicht, ob Trugschlag hier was bringt. Offenbar ja. Ich habe leider nur noch zwei Pokebälle. Mal sehen, ob das was wird. Ja! Unser erstes Elite-Pokémon. Level up. Elite-Pokémon gefangen. Ah, das gehört quasi zu den Aufgaben für die Pokédex-Aufgaben. Alles klar. Nice. Ah, Leute, es ist so hübsch hier. Kühles Wasser. Die Sonne scheint. Wir haben Elite-Pokémon, die wir besiegen können. Nichtsdestotrotz ist der Part schon wieder viel zu lange und wir sollten an der Stelle am besten unser Abenteuer pausieren und im nächsten Part fortsetzen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das Spiel so gefällt bisher. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Macht ultra viel Spaß. Ich spiele jetzt noch eine Folge und ihr seht hoffentlich bald eine neue Folge. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und ciao, Leute.